Es ist etwas paradox, dass meine persönliche Geschichte sich vor allem mit Politik befassen wird, obwohl die Politik keinesfalls mein Hauptinteresse ist. Ich habe nie irgendeiner politischen Partei angehört, noch habe ich mich je um die spitzfindigen Argumente und zwielichtigen Intrigen von Berufspolitikern gekümmert. Meine Sicht der entscheidenden Themen der modernen Gesellschaft ist eher emotional als intellektuell. Nicht dogmatisch, sondern menschlich. Ich bin weder eine Partisanin, noch würde ich zum Kreuzfahrer taugen. Meine politischen Ansichten und Handlungen sind stets mehr von meinen persönlichen Erfahrungen und Impulsen bestimmt worden. Das einzige Prinzip, an das ich mich halte, ist mein hartnäckiger Glaube an einige grundlegende moralische Ideale. Wahrheit, Ehre, Anstand, Freiheit, Toleranz. Diese Zeilen stammen aus einem autobiografischen Buch Erika Manns, das sie 1943 zu schreiben begann, das aber Fragment blieb. Für unsere Ausstellung liefern sie gleichsam das Leitmotiv, denn wir wollen nicht die Tochter, die Schwester, die Nichte aus einer berühmten Familie zeigen. Wir präsentieren Erika Mann als Kabarettistin, Kriegsreporterin und politische Rednerin. Als eigenständige, ungewöhnliche Frau und als politische Stimme der Familie Mann. Vor allem lassen wir sie in dieser Ausstellung selbst zu Wort kommen. Ihre kabarettistischen und journalistischen Texte, ihre Reisen und Vorträge, ihre Aktivitäten in nicht selten gefährlichen Situationen und in einer politisch brisanten Zeit bilden das Zentrum unserer Ausstellung. Und wenn man mich bäte, vor einer größeren Zuschauermenge mit dem Auto eine Turmtreppe hinaufzufahren, wobei ich Maria Stuart zu deklamieren und gleichzeitig einen kleinen Bericht meine Eindrücke bei diesem Unternehmen betreffend zu verfassen hätte, ich würde es gewiss tun. In den wilden 20er Jahren, nach knapp bestandenem Abitur am Münchner Luisengymnasium, hat Erika Mann vielerlei gleichzeitig getan. Schon im Familien- und Freundeskreis hatte sie ihre Begabung für Schauspiel und Theater bewiesen. 1924 begann sie bei Max Reinhardt in Berlin ihre Ausbildung als Schauspielerin. Erste Engagements folgten alsbald in Bremen, in Hamburg, in Frankfurt und in München. Das Geschehen vor und hinter der Bühne, Begegnungen in Hotels und auf Reisen, lieferten Stoff für amüsante kleine Texte, die sie seit 1928 in der Berliner Tageszeitung Tempo veröffentlichte. Mit Bubikopf und Zigarette verkörperte Erika Mann den Typus der neuen Frau der 20er Jahre. Reisen und rasante Autofahrten liebte sie leidenschaftlich. Früh machte sie den Führerschein. Sie liebte es, schnell zu fahren, Tempo zu geben. Auch hier war sie eine typische Vertreterin ihrer Zeit. Vom Herbst 1927 bis zum Sommer 1928 unternahmen Erika und Klaus Mann eine große Reise, die sie einmal rundherum durch Europa, Asien und Amerika führte. Das erste gemeinsame Buch der Geschwister entstand auf diese Weise. Im Frühsommer 1930 gingen die Geschwister erneut auf große Fahrt. Dieses Mal nach Nordafrika. Marokko durchquerten sie bei großer Hitze mit dem Auto. Sie trafen auf Menschen und Landschaften, die sie tief beeindruckten. In seinem Studio in Fez hat der Fotograf Max Samoun dieses ausdrucksstarke Foto Erika Manns gemacht. Fez, Anfang Juni. Jetzt ist es in Nordafrika natürlich auch tüchtig heiß. 48 Grad, ganz trocken die Luft und nur ein Wind geht, der aus dem Höllenofen zu kommen scheint. So brennend weht er daher. In den Stuben hockt die Hitze. Sie drückt und presst, man glaubt, sie brodeln zu hören, aber das sind Fliegen, Brummer mit Libellenflügel und allerlei kleines Ungetier, das sich wohlfühlt. Am besten fährt man, so geschwind es geht, mit dem Auto durchs Land. Die Bewegung ist angenehm. Die Scheiben hat man abmontiert, so kann der Wind ins Haar und ins Gesicht und ein heißer Wind ist besser als keiner. Im Mai 1931 nahm Erika Mann zusammen mit ihrem engen Freund Ricky Hallgarten an einer Autorallye teil, die 10.000 Kilometer quer durch Europa führte und von der Firma Ford
und dem Automobilclub Deutschlands veranstaltet wurde. Es wurde eine Fahrt ohne Schlaf, von der sie regelmäßig für die Zeitung berichtete und für die sie am Ende auch einen Preis gewann. Berlin, Saarbrücken, das ging ziemlich ohne Rast. Ein paar Zigaretten, einmal Führerwechsel, tanken, Hände waschen, das waren so die kleinen Abwechslungsvergnügen. Eine Tankstelle hat uns Bier geschenkt, wir haben Himbeersaft bekommen, die Stadt Frankfurt am Main wartet gar mit Apfelwein am Wegesaum auf und Blumen gibt es in Saarbrücken. Der Autoclub dieser komplizierten kleinen Stadt hält Sekt und Brötchen für uns bereit. Außerdem eine Plakette, schon jetzt, wo wir nichts weiter geleistet haben als eine etwas gehetzte kleine Spazierfahrt, sollen wir geehrt werden, um unsere heldenmütigen Pläne willen. Europa war für uns ein Ding zum Durchfahren. Von jeder Stadt ist einzig und allein wichtig, dass sie zurückbleibt, dass sie weit hinter uns liegt. Ja, Genf, sagen wir, verächtlich in San Sebastian. Das war gestern. Das ist nun weit, weit. Gott sei Dank. Die Begeisterung für große Reisen in schnellen Autos wird Erika Mann ein Leben lang begleiten. Als Schauspielerin und Gelegenheitsjournalistin teilte sie das Leben einer tänzerischen Generation. In den sogenannten goldenen 20er Jahren empfand sie die Welt als ein riesiges Bühnengeschehen, in dem sie unerschrocken und vital agierte. Aber nur allzu bald erwies es sich als ein Leben auf dem Vulkan. Man lebte in Deutschland während der Republik. Man interessierte sich glühend für Dinge der Kunst, für Menschen und fremde Länder. Politik, das war etwas für die Fachleute. So dachte ich und so dachten die meisten meiner Freunde und Altersgenossen. Rückblickend bilanzierte und kritisierte Erika Mann ihre eigene, aber auch die Haltung ihrer Generation zu den politischen Entwicklungen während der letzten Jahre der Weimarer Republik. In vielen Vorträgen hat sie später betont, einer der großen Fehler der jungen Künstlerinnen und Intellektuellen ihrer Generation sei es gewesen, dass sie, die von den Freiheiten der Republik nur profitiert hätten, sich zur Verteidigung dieser ersten deutschen Demokratie nicht veranlasst gesehen hätten. Man führte ein Leben auf dem Vulkan, liebte Abenteuer und Gefahren, aber vermochte sich nicht vorzustellen, dass es ernst werden, dass die Demokratie wirklich gefährdet sein könnte. Das alles änderte sich an einem einzigen Tag im Januar 1932. Für Erika Mann wurde es ernst mit gravierenden Folgen. Für den Abend des 13. Januar 1932 hatten internationale pazifistische Frauenverbände in den Münchner Unionssaal eingeladen. Unter dem Motto Weltabrüstung oder Weltuntergang sollte von München ein machtvolles Zeichen für die im Februar geplanten Genfer Abrüstungskonferenzen ausgehen. Die Friedensbewegung kämpfte gegen die geheime Rüstung der Reichswehr und gegen eine Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Sie setzte sich ein für die Erhaltung der Republik, für Völkerbund und Völkerrecht, sowie für die Aussöhnung mit Frankreich und Polen. Aus Paris war die Schriftstellerin und Pazifistin Marcel Capi eingeladen. Erika Mann wurde engagiert, um ein Gedicht für Frieden und Versöhnung vorzutragen. Der 13. Januar 1932 ist kein Datum von weltpolitischer Relevanz. Für die berufliche und die politische Zukunft, vor allem aber für Erika Manns politisches Selbstverständnis und für ihre Sicht auf das Weltgeschehen, ist ein enorm folgenreiches Datum gewesen. Während der pazifistischen Großveranstaltung im Münchner Unionssaal, zu der sie als Schauspielerin engagiert worden war, kam es zu heftigen Störungen durch die SA. Zwar konnte die Polizei den Abbruch der Veranstaltung verhindern, gern hat Erika Mann später immer wieder, wenngleich nicht durchaus wahrheitsgetreu davon berichtet, wie sehr sie, die doch nur Friedensgedichte rezitiert hatte, die wutentbrannten Gesichter der auf sie zustürzenden Nazis erschreckt hätten. Dies Vorkommnis war es, das mich weckte, wird sie später sagen. Klaus Mann hatte seine Schwester zu der Veranstaltung begleitet und das Geschehen in seinem Tagebuch festgehalten. Abends mit kranker Ehe in den Unionssaal zur pazifistischen Frauenversammlung. Viel zu früh hingekommen, in Anbetracht von Ehes Krankheit. Aber sehr gute, scharfe, mutige und routinierte französische Rednerin.
Ein aufregender Störungsversuch von Nazi-Buben, die eindringen wollten. Kurze Panik. Es Schlussrede. Ihr weißes Gesicht. Sehr rührend, eindrucksvoll. Wird stark applaudiert. Offenbar gerade weil die Störungsversuche ohne Erfolg geblieben waren, startete die völkische Presse am nächsten Tage eine heftige publizistische Kampagne. Die Veranstalterinnen wurden als Club von Irrenhausanwärterinnen und als pazifistische Friedenshyänen denunziert. Gegen diese Verleumdungen strengten die Organisatoren der Veranstaltung, Constanze Hallgarten und Erika Mann, einen Prozess wegen Beleidigung an, der weit über München hinaus Beachtung fand. Die Schriftleiter der Front, des Zentralorgans der NSDAP in Oberbayern, wurden zu Geldstrafen verurteilt. Damit war der Skandal freilich nicht beendet. Vielmehr zeigte die Kampagne an ganz anderer Stelle Wirkung. Das Bergwalt-Theater in Weißenburg kündigte ein mit Erika Mann vereinbartes Engagement für seine Sommerfestspiele. Und zwar, wie Intendant und Bürgermeister schrieben, mit Rücksicht auf national gesinnte Kreise. Mit letzteren war vornehmlich der seit 1928 bestehende nationalsozialistische Kampfbund für deutsche Kultur gemeint, der dem Bergwalt-Theater offen gedroht und erklärt hatte, er werde das ohnehin finanzschwache Kulturunternehmen nicht weiter unterstützen, sollte man am Engagement der berüchtigten Tochter eines berüchtigten Vaters festhalten. Erika Mann strengte gegen ihre Kündigung einen Prozess an, der sich bis in das Jahr 1933 hinziehen sollte. Als Schauspielerin wurde sie in Deutschland nicht mehr engagiert. Seit Herbst 1932 engagierte sie sich daher an direkter Front gegen den heraufziehenden Nationalsozialismus. Die Wahlerfolge, der wachsende Einfluss der NSDAP wurden in der Familie Mann mit Entsetzen und Sorge betrachtet. Thomas, Heinrich und Klaus Mann reagierten literarisch und publizistisch. Erika Manns Antwort war das Kabarett. Am 1. Januar 1933 eröffnete die Pfeffermühle in der Bonbonniere in der Nähe des Hofbräuhauses. Publikum und Kritiker waren begeistert. Die völkische Presse schäumte. Seit Herbst 1932 hatte Erika Mann zusammen mit ihrem Bruder Klaus, mit Therese Giese und dem Musiker Magnus Henning ihr Kabarett geplant. Den Namen, die Pfeffermühle, hatte Thomas Mann geliefert. Erstmals in der Geschichte des deutschsprachigen Kabaretts lag die Verantwortung für die Texte, die Ausstattung, die Organisation und Leitung in den Händen einer Frau. Wir waren indirekt immer völlig eindeutig, hat Erika Mann später erklärt, um Anlage und Absicht des Pfeffermühlenprogramms zu charakterisieren. Man sang und spielte Lieder und Sketches, deren politische Botschaft jedem klar werden konnte, auch wenn keine konkreten Namen oder Ereignisse genannt wurden. Figuren aus der deutschen Märchenliteratur wurden genutzt, um im Gewand der Harmlosigkeit klare Botschaften zu senden. So klagt die Hexe aus dem Märchen der Brüder Grimm dem Publikum ihr Leid. Immer habe sie für alles Übel in der Welt herhalten müssen. Aber wie gut, dass nun von all der Mühe und Plage die Juden mich entlasten. Als Prinz von Lügenland besingt Erika Mann in Reitstiefeln und SS-Uniform die hohe Kunst des Lügens. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wer immer lügt, dem wird man glauben. Der unangefochtene Star der Pfeffermühle war Therese Giese, die mit ihrer Nummer Die Dummheit besondere Erfolge feierte. Der Leute Hirn verklebe ich, ich nag an der Substanz. Von ihrem Stumpfsinn lebe ich, es ist ein toller Tanz. Besonders bin ich eingestellt auf Herren, die regieren und die auf dieser ganzen Welt mich freudig akzeptieren. All dies singt die Giese in charakteristischer Aufmachung. Im rosafarbenen Babykleid mit strohblonder Mähne verkörpert sie als Germania die reine Dummheit. Zugleich repräsentiert sie das Anliegen der Pfeffermühle auf besonders einprägsame Weise.
1936 hat Erika Mann dies in einem Vortrag in Prag direkt erläutert. Vor allem hatten wir den Wunsch, nicht exklusiv zu sein, nicht nur zu denen zu sprechen, die es ohnehin schon wissen, sondern ein breites, unbefangenes Publikum zu interessieren, weil wir etwa wollten, dass die Bauern in den kleinsten Schweizer Dörfern und die Angelverkäufer in den holländischen Nestern die Dummheit hassen sollten, so wie wir sie hassen. Und weil wir wussten, dass es nichts nützen würde, wenn wir ihnen nur vorsagen, hast du bitte die Dummheit, stellten wir ein Scheusal her. Ein übergroßes und mächtiges Gespenst, das alles an apokalyptisch-heroischem Unsinn redete, das, wie wir ihn von der Dummheit zu hören gewöhnt sind. Und das dermaßen greulich und ekelerregend war, dass jedem, der es sah, die Lust auf Dummheit bis auf Weiteres verging. Für die Geschichte der Pfeffermühle verfügen wir über ein einzigartiges Dokument. Es ist das von Therese Giese, in deren Händen auch die Regie lag, sorgfältig geführte Tourneebuch. Alle Auftrittsorte, Programme und Besetzungen seit der Premiere in München am 1. Januar 1933 bis zum Ende der Pfeffermühle im Sommer 1936 sind hier verzeichnet. Von dem aufreibenden, häufig direkt gefährlichen Geschehen, das sich rund um die Pfeffermühle abspielte, erzählt dieses Buch naturgemäß nicht. Nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 und den ersten Verhaftungen waren Erika Mann und ihr Ensemble in Deutschland nicht mehr sicher. Das Exil war unumgänglich. Man hätte in einem von Hitler regierten Deutschland nicht atmen können, hat Erika Mann gesagt und alle Hebel in Bewegung gesetzt, das Kabarett an anderem Orte fortzuführen. Dies gelang trotz immer neuer bürokratisch-politischer Hürden erstaunlich schnell. Im Oktober 1933 fand in Zürich die Wiedereröffnung der Pfeffermühle statt. Von hier aus folgten Tourneereisen durch die Schweiz, in die Niederlande, nach Luxemburg und in die Tschechoslowakei. Bis zum Sommer 1936 wirkte Erika Manns Kabarett in über 1000 Vorstellungen als Patrouille der Menschlichkeit entlang der Front der Bestialität. Sie machen 10-mal mehr gegen die Barbarei als wir alle Schriftsteller zusammen, schrieb Josef Roth nach dem Besuch einer Vorstellung im Frühjahr 1935 an Erika Mann. Dabei bestimmten Krawalle und Auftrittsverbote, Zensurauflagen und eine umfassende Überwachung durch Polizei und Behörden das Geschehen rund um die Pfeffermühle. Es grenzt an ein Wunder, dass Erika Mann und ihr Ensemble den kabarettistischen Kampf gegen das nationalsozialistische Regime bis zum Sommer 1936 fortführen konnten. Trotzdem wurde es in Europa immer enger und im Herbst 1936 beschlossen die Geschwister Erika und Klaus Mann daher, den Neustart in Amerika zu versuchen. Der freilich missglückte gründlich. Das Experiment Peppermill wurde zum Debakel. Nach nur 3 Vorstellungen im Januar 1937 in New York war das Ende der Peppermill besiegelt. Erika Mann fand eine neue Bühne als politische Rednerin und Vortragsreisende. Schon ihr erster großer Auftritt war spektakulär. Im New Yorker Madison Square Garden spricht sie bei einer Peace and Democracy Rally vor 23.000 Menschen. Es war eine jener großen Protestveranstaltungen, die vom Jewish Labor Committee, vom American Jewish Congress und mit Unterstützung hoher Regierungsvertreter gegen das Hitler-Regime organisiert wurden. Erika Mann sollte eine Grußbotschaft ihres Vaters vortragen, machte aber auch durch eine eigene Rede über die Lage der Frauen in Nazi-Deutschland sowie über die Nürnberger Gesetze auf sich aufmerksam. Sie plädierte ganz im Sinne der Organisatoren für einen konsequenten Handelsboykott gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland. Sie fand anschauliche, klare, wirkungsvolle Worte und Argumente. Bei allem,
Was wir gegen Hitler tun und planen, sollten wir immer seine Psyche, seine hysterisch verletzliche, manisch-labile Gemütsart mit in Betracht ziehen. Das Nazireich steht und fällt mit Hitler. Hitler steht und fällt mit seinem Selbstbewusstsein, mit der Überzeugtheit davon, dass er, Hitler, mächtig, herrlich, glücksbegünstigt und weithin geachtet, nun einmal dazu berufen ist, nach Deutschland die ganze Welt seinem diktatorischen Willen zu unterjochen. Misserfolg aber, Misstrauen und Nichtachtung sind sehr dazu geeignet, das Selbstgefühl der aggressiven Mimose ins Wanken zu bringen. Denn es ist auf Sand gebaut. Und sollte es gelingen, durch konsequenten Boykott der deutschen Waren dem Nazi-Machthaber zu zeigen, dass die Welt nichts von ihm hält, dass sie wünscht, er möge sich entfernen, das wäre bereits ein großer und wichtiger Schritt in Richtung dieser Entfernung. Gleichsam vom Platz weg wurde Erika Mann im Anschluss an ihren Auftritt im Madison Square Garden von einer Agentur engagiert, die Vortragsreisen durch den amerikanischen Kontinent organisierte. Bis Ende der 40er Jahre war Erika Mann als Lecturer unterwegs. Sie sprach in High Schools und Women's Clubs, an Colleges und in jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen. Stets informierte sie über die von Hitler ausgehende Kriegsgefahr und mit Büchern über die Erziehung der Jugend im Dritten Reich und über den Alltag unterm Hakenkreuz lieferte sie materialreiche und anschauliche Einblicke in das Leben im totalitären Staat. Die Politik des amerikanischen Isolationismus hielt sie für grundfalsch. Faschismus und Antisemitismus würden keine deutsche und keine europäische Angelegenheit bleiben. Davon war sie tief überzeugt und eben davor wollte sie ihr amerikanisches Publikum warnen. Von Oktober bis März dauerte eine Vortragssaison. Pro Woche waren 5 bis 6 Vorträge an häufig weit entfernt liegenden Orten zu absolvieren. Das Auditorium konnte 50 oder 500 Personen umfassen. Der neue Beruf zwang Erika Mann in den Sommermonaten an die europäischen Kriegsschauplätze. Sie berichtete für ihr Publikum im Radio und in der Zeitung. Vom Spanischen Bürgerkrieg, aus dem besetzten Prag, aus dem von den Deutschen bombardierten London. Nach dem Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 arbeitete sie schließlich als Kriegsberichterstatterin. 1943 kam sie als Angehörige der 9. US-Armee nach Pakistan und Ägypten. Sie berichtete aus Palästina und von der Invasion der alliierten Truppen in der Normandie im Juni 1944. Im Elternhause sorgte man sich immer wieder wegen der gefährlichen, fast bellizistischen Abenteuerlust der Tochter. Den väterlichen Warnungen antwortete sie: Es ist mein Beruf, im Winter zu schwatzen und im Sommer das zu Beschwatzende für die zu Beschwatzenden mit anzusehen. Es geht mir sehr natürlich ungemein gegen den Strich, das bisschen, was ich tun kann und was zu tun man mir erlaubt, nicht zu tun, weil es mir zu gefährlich ist. Solche Sätze sind charakteristisch für das Selbstverständnis einer einstmals verwöhnten und an Politik herzlich desinteressierten Tochter aus berühmtem Hause. Erika Mann neigte dazu, dem eigenen Tun und auch ihrem unermüdlichen Kampf gegen Dummheit und Barbarei keine über den Tag hinausreichende Bedeutung zuzuschreiben. Die Schauspielerin, die im Kampf gegen Hitler zur Kabarettistin, zur politischen Rednerin und zur Kriegsreporterin geworden war, hat sich für große politische Theorien, für Utopien und Ideologien nicht interessiert. Ihr Zugang zu Politik und Weltgeschehen war pragmatisch, praktischer Natur. Von einer zukünftigen, gerechten und friedlichen Weltordnung hatte sie trotzdem sehr klare Vorstellungen. Und wohin gehörte ich? Zu allen, die in diesem Krieg für Freiheit und Anstand gegen das Unsägliche stehen. Denn wohin wir schließlich gehören, das ist die neue, die hellere Welt, die wir wollen, um die wir in Wahrheit kämpfen. Eine Welt, eine einzige mäßig große, die Raum hat für alle, doch nicht für alles. Und wofür nun einmal gewiss nicht?
Das Wort ist flach und wir vermieden es lieber. Es ist unvermeidlich. Was hinter ihm steht, hat die Erde in Rauch und Flammen gehüllt und muss verfemt sein. Nach den Gesetzen der neuen Welt. Es heißt Nationalismus.